Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, so. Und willkommen zurück bei unserem Geschäftszentrum Teil 5 haben wir nun. Ja, der letzte Part ist es nun fertig. Heute machen wir in der Folge an sich die ganzen Deko-Sachen ringsrum. Wie du siehst, ich habe schon viel gebaut. Ich glaube, nur eine Sache zeige ich dir heute, wie man was noch hier baut. Ansonsten ist das alles halt zur Inspiration, was man hier noch so verändern kann oder mehr ranbauen kann, so optisch halt. Es sei denn, du hast es ganz schon eingerichtet, dann kannst du mal gucken, ob wir so ein bisschen ähnlich gebaut haben. Denn ich habe so halt mich original gehalten, wie es halt auch von der Spiele-App ist. Ich würde mal sagen, gleich zum Anfang hier ein kleiner optischer Vergleich. Warte mal, ich muss mich hier so ein bisschen hinstellen. So, zack, hier neben, gleich daneben irgendwo blende ich jetzt ein. Zack, kannst du mal gucken. Also ich habe echt versucht, das Ganze so gut es geht, so 1:1 wie in der Spiel-App zu halten. Ja, und würde ich mal sagen, gucken wir uns das Ganze an. Wie wollen wir machen? Erstmal unten, oder? Ja, fangen wir unten am besten an. Ja, unten war jetzt jedenfalls noch war eigentlich der Boden gepflastert mit Quarzblöcken und was habe ich hier genommen? Aber können wir noch kurz mal gucken. Also ich habe Quarzblöcke verwendet für den Boden und einfach polierter Andesit. Ne, daraus mir dann so ein Mosaikmuster hier gemacht. Und ja, von der Maße eigentlich relativ einfach gehalten. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier bei unserem kleinen Starthäuschen mal ein bisschen orientieren, können wir gucken. Ich habe jetzt hier, sage ich mal, einfach hier von der Seite so, sage ich mal, zwei Blöcke Abstand gelassen. Und einen dritten Block habe ich dann an sich hier einmal so nach vorne gezogen und nach hinten weg. Und dann einfach auf der Vorder- wie Hinterfront, das ist dann von dem Maß eigentlich relativ gleich, einfach darauf geachtet, dass wir hier natürlich dann einen Block Abstand haben. Und hier auf der anderen Seite habe ich dann auch nochmal einen Block Abstand gelassen. Aber das könnte sich auch variieren, ne? Wenn du, sag ich mal, jetzt hier nicht gleich so eine Straße hast wie ich. Bei mir hat das gleich so gepasst, weil ich mir das ja schon wusste, wie das Ganze wird. Ja, habe ich gleich hier ausgemessen, dass ich dann hier natürlich dann auch einen Block Abstand habe. Ansonsten macht es dann auch hier so zwei wie auf der anderen Seite, wie ich das habe. Ja, musst du gucken, ne, wie du dir das Ganze halt hingestellt hast. Ja, auf der Rückseite halt auch ein Block Abstand und dann habe ich mir das Ganze hier so ein bisschen lang gezogen. Vorne so eine kleine Ecke mit dem Mosaik gemacht. Kann ja sein, dass du jetzt auch das gleiche Maß haben willst. Ne, denn orientiere ich einfach beim Häuschen hier bei dieser Mitte. Da habe ich dann einfach hier die Trennung gemacht. Das andere ist natürlich eine Grünfläche. Und auf der Vorderseite, da hatten wir, sag ich mal, hier diese kleine Lärmschutzwand hingebaut. Ne? Da hatten wir vorne hier diese Fünferfläche. Dann haben wir hier einmal eine Dreierfläche und bei der Zweierfläche gleich hier in dieser Ecke habe ich dann hier die Trennwand gemacht. Als anderes halt Grünfläche. Darauf habe ich dann natürlich ein paar Palmen hingestellt, so ein paar Büsche an den Seiten hin mit Gräsern und so. Da kann man dann immer so gucken, wie man das Ganze macht. Die Palmen sind auch immer alle gleich. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die jetzt sind. Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Zäune an sich. Der 8. ist dann natürlich ein Block. Ein paar Kakaobohnen reingemacht, damit das so Kokosnüsse sein sollen. Ich finde immer, das ist so das Beste, was man in Minecraft halt machen kann bei Palmen. Ne? Machst ein paar Kakaobohnen hin, dass das dann Kokosnüsse symbolisieren sollen. Dann natürlich noch ein paar Blätter rauf, ne? Die Palme soll ja, also wir haben ja nicht Herbst, ne? Von daher können ja ruhig Blätter ranhängen. Ah, guck mal, hier können wir auch noch einen ranmachen. Fehlt ja einer. So, ja, wie gesagt, ein paar Büsche hingemacht und dann ist das Ganze schon dekoriert. Hier vorne auf der Vorderseite habe ich noch ein paar Büsche hingemacht. Da sind auch an sich ein paar Blumenkästen. Nur, die sind ein bisschen dick geworden hier in Minecraft. Da ich irgendwie dieses Maß nicht hatte, dass ich jetzt, sag ich mal, nur einen Block benutzt habe, um jetzt Blumenkästen zu bauen, weil die hatten auch unten irgendwie so einen kleinen Sockel, so einen Podest. Und da fand ich eigentlich die Idee cool, denn an sich denn hier so einen größeren Busch rauf zu machen, der so ein bisschen schräg ist. Man kann ja leider nicht auf, sag ich mal, wenn man sich jetzt hier diese, Prismarientreppen macht, so ineinander halt eckt, ne, dass man da in der Mitte halt nur einen Block macht. Ne? Geht leider nicht. Also von daher macht man einfach ein paar dickere, ne, so eine Viererfläche und dann oben habe ich einfach nur so ein Zweier hingemacht. Ja, dann hier nochmal getrennt davon auch nochmal und dann hier daneben noch einmal das Ganze platziert. So, jetzt kommen wir natürlich unten einmal um unseren Rundgang und so, weil ich wollte ja da irgendwie was machen, habe ich ja gesagt. Und da hatte ich jetzt einfach die Idee gehabt, wir gehen hier rein, zack, habe ich das Ganze hier einfach mal noch so leicht dekoriert ein bisschen zugemacht. Hör mal die Tür erstmal noch zu. Ja, man könnte natürlich hier so einen Fahrstuhl reinbauen oder so, wenn man das Gebäude einrichtet. Haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, von daher einfach mir hier so ein bisschen vertuscht mit so einer Pflanze. Hier oben noch so ein paar Pflänzchen, weil ich mir das Ganze hier ein bisschen zugebaut hatte. Auf der Rückseite halt eine Tür, dann hier auch noch so ein bisschen das Ganze zugezogen. Habe mich hier halt dran gerichtet, wie ich mir das hier hochgezogen habe. Da habe ich hier nochmal reingesetzt und dann hier zur Wand gezogen und das dann einfach hier gerade lassen.
Dann habe ich hier natürlich dann auch das Mosaik weiter fortgesetzt hier. Ich wollte ja erst dann irgendwie einen Garten oder sowas hier noch einbauen, also ein bisschen Grünfläche. Aber ich fand das Ganze doch ein bisschen zu eng und darum habe ich darauf einfach mal verzichtet. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn wir das ja halt hier so mit diesem Mosaik machen. Da kam mir jetzt auch eigentlich nochmal, ist mir was aufgefallen, und zwar, wir hatten ja, sag ich mal, jetzt hier auf den Glasscheiben, die jetzt so offen waren, dann solche Stufen gesetzt. Das finde ich auch, das könnten wir eigentlich ändern und da einfach Blöcke hinsetzen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal schnell. Da setzen wir einfach Blöcke rauf, die setzen wir natürlich dann einmal nach oben und wir hören da auf, wo dann, sag ich mal, der hier, also gleich der nächste Block dann halt ist, da lassen wir es dann auf der gleichen Höhe. Sag mal hier so, zack. Das ziehen wir jetzt nicht auf diesen, der dahinter ist, sondern der immer hier zur Seite ist. Ja, und das machen wir jetzt hier einmal noch. Das waren ja schon alle. Ja, einmal hier alles kurz hochgezogen. Ich finde, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man das hier einmal hochzieht. Das fällt gar nicht so auf und sieht unten einfach besser aus. Ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, das sah... Hat mir nicht so ganz gefallen. So, jetzt, das geht. Ja, an sich kann man das denn hier in Ruhe lassen, ne? So ein kleiner Durchgang noch. Ja, dann kommen wir jetzt so langsam mal oben auf unsere grünen Flächen. Was befindet sich da? Wenn man genau hinguckt, halt bei unserem Original, sieht man ja auch, dass da sonst Golfplätze sind. Kann man natürlich jetzt hier auf diesen kleinen Flächen nicht so gut darstellen. Von daher machst du einfach so eine kleine Grünfläche. Jetzt habe ich hier natürlich grünen trockenen Beton genutzt dafür. Mit Eisengitter und einem Wolleblock halt diese Fahne markiert. Dann noch eine Holzstufe unten reingesetzt, ne, damit das so das Loch ist. Dann habe ich hier noch so einen kleinen... ja, Teich gebastelt oder halt so eine Sandfläche, ne, wo die Golfbälle natürlich auch reinlanden können. Also unser Business-Zentrum ist wirklich so für die richtigen Businessmans. Ne? Also wenn du das Geschäft abgeschlossen hast, dann lädst du deine Kollegen ein zu einer kleinen Runde Golf auf den Dächern. Naja, man kann die auch überall hinschießen, ne? Also, naja, entweder schießt sie zu dem Willen oder zu unserer Universität. Ja, ansonsten noch so ein bisschen Grünzeug gemacht, ne? Immer ein paar Gräser noch, damit das Ganze nicht so leer wird, ne? Und dann gehen wir nochmal eine Fläche höher. Genau das gleiche Prinzip. War auch jetzt noch so ein kleiner Golfplatz drauf. Da habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen Sand hingemacht. Auch nochmal eine Fahne. Und noch eine Palme. Hier habe ich natürlich jetzt eine dickere Palme verwendet. Ich hatte unten auch erst die dickere Palme genommen. Dann dachte ich mir, hä, das sieht ein bisschen dick aus. Habe ich unten nochmal weggemacht. Habe ich da natürlich dann das mit der Zaunvariante gemacht. Finde ich dann besser. Aber oben habe ich das Ganze jetzt so gelassen, weil ich denke mir, ja, man kann oben ruhig eine dickere lassen, dann sieht man das besser. Dass da halt auch eine Palme ist. Ja, hinten auch so ein paar Blätter hingemacht. Hier noch auch so ein bisschen. Nicht unbedingt zu viel Blätter hinmachen, weil das sieht dann auch eher nicht so gut aus. Habe ich nochmal hier ein bisschen offen gelassen. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Oben habe ich nichts mehr verändert, habe ich das dann einfach so gelassen. Und fertig ist das Ganze. Also, wenn du das Ganze dir noch dekorieren möchtest, dann fahren, weiß nicht, von oben nach unten oder von unten nach oben, wie du möchtest, kannst du es gerne machen. Ja, dann mache ich die Blöcke hier weg. Zack, und dann sind wir mit unserem Geschäftsraum fertig. Letzter Part ist das. Falls du gerne das jetzt bauen möchtest, falls du jetzt hier drauf gekommen bist, verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Kommst zum ersten Part. Ne, dann kannst du das Ganze bauen, falls du jetzt erst den fünften Part anklickst du erst. Naja. Jo, dann würde ich sagen, war es das Ganze hiermit. Wir bauen ja bald schon das nächste Gebäude. Was das Ganze sein wird, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Wurde was vorgeschlagen, schon vor langer Zeit. Daran möchte ich mich jetzt erstmal halten. Letztes Mal wurde noch geschrieben, ein goldener Trüffel. Was ist das? Ein Restaurant ist das, für die es nicht wissen. Und das können wir auch mal wieder bauen, so Restaurants oder so. Besonders hier so in der Ecke. Könnt ihr mir gut vorstellen, ja, ein Restaurant oder ein paar Restaurants hinzubauen, weil hier ist jetzt, ich sag mal, ich habe mich irgendwie verrechnet, sag ich mal, mit dem Willen. Da habe ich das Ganze, ja... Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, was hier hinkommt, aber hier könnten wir so ein paar Restaurants, irgendwas Kleines hinbauen. Ich hoffe, das stört unseren Villenbesitzer nicht, dass dahinter dann so ein paar Fressbuden sind. Naja. Jo, dann würde ich sagen, das nächste wird ein Haus werden. Ja, könnte man sagen, ein Haus. Gehen wir wieder in unsere Häuserecke. Und ja, das war es dann auch, was ich jetzt hier so sagen könnte dazu. Naja. Okay, so, ich mache mich ran, hier wieder was Neues hinzubauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einer anderen Folge wieder. Ja, ich stelle mich hier vorne einfach Safety hin. Ah, sieht doch schicker aus. Hätte ich gedacht, dass es so aussieht, aber ah, ich bin ganz zufrieden, wie das ist. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, wenn ich mich hier vorher erstmal positioniert habe, dann sage ich nur eins zu euch. Ihr wisst es, und zwar ganz einfach nur noch. Tschüss.